Wir verlassen damit den Tagesordnungspunkt 37. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 38, Dresdner Veranstaltungswirtschaft unterstützen und Festkultur stärken. Einreicher ist wiederum die FDP-Fraktion. Herr Maloney, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich hoffe, die Emotionen kochen jetzt wieder ein bisschen runter. Worum geht es in diesem Antrag? Es geht darum, öffentliche Räume für Veranstaltungen unbürokratisch freizugeben. Es geht um den Verzicht auf Sondernutzungsgebühren bei Events bis zum 31.12.2021. Das bedeutet, dass wir, was viele Akteure schon lange in Dresden sich wünschen, stärker und einfacher auf den öffentlichen Raum als Lebens- und Gesellschaftsflächen zugreifen können, dass auch mal Dinge ausprobiert werden können. Deswegen auch die Beschränkung bis Ende des nächsten Jahres beim Verzicht der Sondernutzungsgebühren. Corona hat uns Geselligkeit genommen. In beengten Räumen wird das auf lange Sicht auch so bleiben. Öffentliche Räume und Flächen müssen daher schnell und unbürokratisch zu nutzen sein. Schlössernacht, St. Pieschen, Elbhangfest, all diese Traditionsevents entlasten und sichern, indem wir auf die Sondernutzungsabgaben für ein Jahr verzichten, einfach mal weniger wegnehmen. Und auch hier können wir bewusst ein Signal an die Veranstalter setzen. Bleibt dabei, macht weiter und habt Mut. Zentrale Plätze sollen wieder belebt werden. Natürlich, Herr Schmählich, nach Corona. Deswegen haben wir auch in dem Antrag bewusst reinformuliert, unter Einhaltung aller Hygieneauflagen, die es zum jeweiligen Zeitpunkt gibt. Denn in die Zukunft können auch wir nicht schauen. Zentrale Plätze sollen belebt werden. Vieles fällt aus, ist abgesagt. Die Idee der Pop-up-Märkte und begleitender Events soll das Stadtleben zurückbringen. Ohne große Vergaberunde sollen einfache Händler und Gastronomen die Plätze der Stadt nutzen können. Und so könnte zum Beispiel auch mal ein Austausch zwischen den Stadtteilen stattfinden. Das Neustadt-Bistro, das in Löbtau mal für 2 Stunden seine Spezialitäten anbietet. Wen wollen wir damit endlich mal stärken? Lokale Veranstalter und bürgerschaftliche Interessen. Ich habe schon einige traditionelle und große Veranstalter genannt. Und es gibt allerdings auch viele weitere Akteure, die Ihnen allen hoffentlich bekannt sind. Zum Beispiel haben sich Clubnetz und Tanznetz bei uns gemeldet, nachdem sie diesen Antrag im Ratsinfosystem gesehen haben. Sie unterstützen den, weil für sie ist es mal eine Möglichkeit, Dinge, was ich vorhin schon gesagt habe, mal auszuprobieren, mal neue Events und Formate einfach nur im nächsten Jahr mal zu testen, weil in diesem Jahr rechnen wir selber nicht mehr damit, dass viel gehen wird. Und wenn es dann erfolgreich ist, kann man das dann auch nach 2021 fortsetzen. Quartier Friedrichstadt und Löbtop e.V., die suchen seit langem die Möglichkeit, mal lokalen Handel verbunden mit Kultur und Events im öffentlichen Raum stattfinden zu lassen. Es gibt Initiativen wie Konglomerat e.V., die Foren veranstaltet haben, um Stadtraum für Menschen zu gewinnen und zu beleben. Ein Riesenthema für die Initiative, die man hier auch gern einbinden kann. Ich bitte Sie, dem Ausschussbericht zuzustimmen. Wir haben im Wirtschaftsförderungsausschuss ausgiebig dazu diskutiert. Am Ende große Zustimmung zu allen Punkten gefunden. Lassen Sie uns heute das wiederholen und den Akteuren deutliche positive Signale senden. Ich bitte um Ihre Zustimmung zu dem Antrag und damit faktisch auch allen vorgenannten Projekten. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einbringung. Ich schlage vor, dass wir jetzt zunächst die beiden Ersetzungsanträge einbringen. Frau Sturm macht das für die SPD zunächst und dann der Antrag der Linke. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer im Stream. Tatsächlich, Herr Maloney, die Gemüter fahren runter. Wir können uns hier diesem Thema etwas mehr erwärmen und wir sind nicht nur die Partei der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sondern auch die der Gerechtigkeit. Und angesichts dessen, nee, da muss ich selber lachen, aber weil Sie mich die ganze Zeit so anschmunzeln, hier, das überträgt sich. Und wir haben uns ja schon bemüht, auch bei der Sondernutzungsregelung für die Biergärten, Gastronomen. Das ganze Thema haben wir unterstützt und haben das begleitet und dem Ganzen zugestimmt. Und deshalb möchten wir auch hier einfach eine gewisse Gerechtigkeit schaffen für die anderen Veranstaltungen, die stattfinden. Ich denke jetzt an den Schaustellerverband, wo uns in der Vergangenheit erst ein Schreiben erreicht hat, die ebenfalls darum geworben haben, befreit zu werden von der Sondernutzungsregelung. Deshalb hier unser Okay durch den Ersetzungsantrag. Allerdings möchten wir in einem ersten Punkt insbesondere den 31.12.2020 ergänzen. Das war auch schon unser Ansatz. Im
vorangegangenen Schritt, als wir die Gastronomie befreit haben, weil wir sind der festen Überzeugung, was auch bei uns in Punkt 4 insbesondere drin steht, Corona ist ein wichtiges und schlimmes Thema, das uns jetzt von vielen Seiten beutelt. Aber Corona kann jetzt auch nicht immer der Grund dafür sein, dass jedes und alles in dieser Stadt ausgesetzt wird, was wir haben. Deshalb ebenfalls ein wichtiger Punkt für uns, ein Branchenmonitoring zu erstellen, wie denn tatsächlich die Wirtschaft, insbesondere Tourismus, Freizeitwirtschaft, Gastronomie, Veranstaltungen und Kultur und der lokale Einzelhandel gebeutelt worden ist. Das wäre uns ein sehr wichtiges Anliegen, das wir an das Wirtschaftsförderungsamt mitteilen. Weiterhin möchten wir, dass die Änderung der Sondernutzungssatzung uns im Stadtrat zum Beschluss vorgelegt wird und dass derzeit nicht nutzbare städtische Flächen kompensiert werden. Wir werben hier um Unterstützung. Herr Malhorny, kommen Sie uns entgegen. Dann kommen wir Ihnen vielleicht auch bei Gelegenheit entgegen. Also ja, vielleicht finden wir ja einfach auch mal einen Kompromiss, um auch mal ein gemeinsames Zeichen nach außen zu senden. Wir haben es ja schon in der Vergangenheit probiert. Ich werbe um Unterstützung und bin gespannt auf Herrn Kiesling. Wer sagt, dass Dating nur noch online geht? Das geht auch anders. Für die Einbringung der Ersetzungsantrags der Linke, Herr Kiesling, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, das werde ich von meinen Vorrednerinnen schon angekündigt, das soll bitte so bleiben, das ist ganz nett. Dennoch werden wir bei dem SPD-Antrag höchstens in Punkt 4 folgen, weil der Punkt 4 ist eigentlich der Kern der Sache. Wenn wir nämlich mal das Monitoring machen und rausfinden, wie die Branchen denn im Einzelnen betroffen sind, dann könnte man auch zu zielgenauen Unterstützungsmaßnahmen kommen. Das wäre eigentlich die ganze Sache auf die Füße gestellt und alles andere ist ein bisschen Vorgeplänkel. Ich finde den FDP-Antrag spannend und Herr Malhorny hat ja hier sozusagen den Ausbruch oder das Erscheinen des Himmelreiches auf Erden versprochen für ganz viele Leute. Wenn man liest, was Sie beantragt haben, steht das aber da nicht drin. Ne, da steht ein erster Satz, der Oberbürgermeister wird beauftragt zur Unterstützung der infolge der Corona-Krise besonders in Not geratenen Dresdner Veranstaltungswirtschaft, der Kultur, Tourismus und Freizeitwirtschaft, der Gastronomie und des Einzelhandels, die Nutzung öffentlicher Räume für Veranstaltungen, publikumsstarke Events unbürokratisch zu ermöglichen. Haben Sie alle Gruppen aufgezählt, bei denen Sie sich Wählerinnen und Wähler erhoffen? Und dann sagen Sie, es soll was unbürokratisch ermöglicht werden. Soweit ist das schon ganz okay. Unbürokratisch ist immer gut, wunderbar. Bürokratie muss abgebaut werden. Und danach sagen Sie, die Sondernutzungsgebühren sollen für Traditionsevents abgeschafft werden. Da können bitte alle, die jetzt zuhören am Livestream, von den vielen genannten Gruppen mal überlegen, wer von Ihnen denn zu den Traditionsevents zählt. Ich glaube, ganz wenige. Die Sondernutzungsgebühren, das muss man ja aber auch sagen, die Sondernutzungsgebühren sind der Preis dafür, dass jemand den öffentlichen Raum für wirtschaftliche Zwecke nutzt. Das ist ein Preis. Genauso wie der Preis für Strom, der Preis für Wasser, der Preis für die Müllentsorgung. Und das heißt, Sie verlangen hier, wir sollen bei bestimmten Wirtschaften die Menschen für irgendetwas den Preis nicht eintreiben. Wir könnten genauso auf den Preis für Strom verzichten. Das ist unsere städtische Tochter, fast 100% oder jetzt wieder 100%. Zur Unterstützung verzichten wir auf den Strompreis oder Wasser, können wir genauso verzichten. Wir haben in etwa dieselbe Logik. Ich halte das für Unsinn und wir wollen keine Verzichte auf Sondernutzungsgebühren, denn jemand, der den Raum nutzt und ein gutes Konzept hat, wird das sicherlich auch tun können. Womit wir aber mitgehen, ist tatsächlich die Frage des, sozusagen des Bürokratieabbaus. Und deswegen ist unser Ersetzungsantrag ganz einfach. Der Oberbürgermeister soll mal sagen, was denn für Bürokratie abgebaut werden kann. Erstens. Und zweitens, er soll da, wo er es jetzt schon kann, es einfach tun. Und da gibt es eine ganze Menge von bürokratischen Dingen, die niemand je beschlossen hat. Ich verweise auf die beiden Sachen, die mir ad hoc einfallen. Das eine, wenn Sie eine Straße sperren lassen wollen, um dort ein Event zu machen, dann steht in dem Bescheid ganz oft, dass Sie die Schilder, die Sie brauchen, von einem zertifizierten Verkehrssicherheitsunternehmen besorgen müssen. Selbst wenn es eine ganz kleine Nebenstraße ist. Wo steht das? Wer hat das beschlossen? Bürokratie kostet 2, 3, 500.000 Euro. So einfach so. Ja? Bürokratie. Oder die Sondernutzungssatzung setzt eine Frist, bis zu der man, wenn man etwas plakatieren möchte, das anmelden soll. Ich glaube 14 Tage vorher.
Die Verwaltung hat eigenmächtig daraus in dem Merkblatt 4 Wochen gemacht. Und inzwischen telefonisch sind es sogar 6 Wochen vorher. Und dann sagen sie, sie müssen das so zeitig beantragen, weil sonst schaffen wir es nicht, das alles zu bearbeiten. Bürokratie, die rein erfunden ist in der Verwaltung. Und wenn der Oberbürgermeister, FDP, ja, ihre Partei, sich mal bemühen würde, einfach die Bürokratie, die im Wildwuchs entsteht und die in Wahrheit das hemmende Element ist, abzubauen, dann wäre sehr viel gewonnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir treten damit in die Fraktionsrunde ein. Es beginnt Bündnis 90 Grünen. Verzichtet dann CDU-Fraktion, Herr Kaden. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, wer bei den Demonstrationen leere Stühle, stumme Künstler war, wer mit den Betroffenen spricht, wer mit den Verbänden im Gespräch ist, wer Unternehmer aus der Veranstaltungsbranche kennt und mit ihnen regelmäßig spricht, der weiß, wie es da aussieht. Und Herr Zastrow hat es vorhin ganz deutlich gesagt. Da sind eine ganze Reihe Leute dabei, die gehen finanziell auf dem Zahnfleisch. Und das sind halt nicht diejenigen, die durch allerlei Förderprogramme so üppig unterstützt werden, dass sie das über Wochen und Monate durchhalten. Und bei einigen Rednern, muss ich Ihnen ehrlich sagen, habe ich etwas vermisst. Und zwar ein Stück weit Empathie. Man kann ja zu der Frage Ladenöffnung am Sonntag stehen, wie man will. Da kann man eine Position beziehen. Aber ich finde es nie angemessen, wenn wir darüber reden, wie wir all diejenigen, die von Corona betroffen sind, hier unterstützen können mit vielen kleinen Bausteinen, dass hier teilweise die Schützengräben benutzt werden, um dann hier aufeinander einzudreschen. Das halte ich für unangemessen. Und jeder kann ja seine Meinung vortragen, aber sich gegenseitig in dieser Form hier zum Teil anzugreifen, ist nie in Ordnung. Und ich will an dieser Stelle sagen, wir werden diesen Antrag unterstützen, weil wir schon glauben, dass mit dem Entfall der Sondernutzungsgebühren für einen begrenzten Zeitraum schon Unterstützung gegeben werden kann. Und wenn wir Preise, die wir sonst an die Nutzung des öffentlichen Raumes ranschreiben, in dem Fall nicht nehmen, dann wird es schon möglich sein, eben ein besseres geschäftliches Ergebnis zu erzielen. Und dieses bessere geschäftliche Ergebnis wird hoffentlich diese Unternehmen, die betroffen sind, unterstützen und stabilisieren. Das ist keine Dauerveranstaltung. Natürlich müssen die Geschäftsmodelle so funktionieren, auch ohne diese Förderung. Aber gerade in dieser Zeit, auf dieses Mittel als Stadt zurückzugreifen und zu helfen, in begrenzter Form, in vorgeschriebener Zeit, wo jeder weiß, bis wann das geht und dann ist Schluss, das halte ich schon für sehr, sehr sinnvoll. Und wir haben heute noch in Punkt 33 den Antrag der CDU-Fraktion, wo es eben in Punkt 1, ich habe es vorhin schon mal gesagt, darum geht, den Oberbürgermeister auch weiter zu ermutigen, darüber nachzudenken, wie wir helfen können. Und da ist zunächst mal jeder Vorschlag, der von Ihnen gebracht wird, oder jeder Vorschlag, der auch von Ihnen, von der FDP, dort übernommen wird, der ist doch erstmal redlich und der ist doch vernünftig. Und an dem kann man sich inhaltlich abarbeiten, ohne sich hier in dieser Form anzugehen, was ich nicht für angemessen halte. Die beiden Ersetzungsanträge werden wir ablehnen. Wir wollen das schon bis Ende nächsten Jahres ermöglichen, die Sondernutzungsgebühren zu streichen. Den Antrag der Linken, da möchte ich jetzt nie weiter darauf eingehen, das halte ich für unangemessen. Aber auch diese Meinung kann man haben und vortragen, völlig okay. Insofern bitte ich Sie nochmal um Unterstützung des FDP-Antrages. Ich denke, hier geht es darum, wieder mal was zu ermöglichen. Und das ist, denke ich, wichtig, dass wir als Stadt hier unseren kleinen Beitrag, den wir leisten können, auch leisten. Vielen Dank. Vielen Dank. AfD-Fraktion verzichtet. Freie Wähler verzichten. Dann habe ich zurzeit noch eine Wortmeldung von Herrn Lichti.
Sehr geehrter Erster Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich habe in dem FDP-Antrag nicht nur das Wort Sondernutzungsgebühren, sondern auch das Wort Abgaben gelesen. Wer sich ein bisschen auskennt, der weiß, dass Abgabe eigentlich der rechtstechnische Oberbegriff ist für Steuern, Gebühren, Beiträge, an alles, was an den Staat geht. Ich frage einfach mal den Einreicher, an welche Abgaben denkt er denn jetzt hier eigentlich? Und zum Zweiten, Herr Fraktionsvorsitzender der CDU, ich komme jetzt gleich zum Punkt. Herr Kiesling hat ja zu Recht darauf hingewiesen, es ist ein Preis für die Nutzung öffentlichen Raumes. Und ich möchte jetzt einfach mal die Stadtverwaltung fragen, weil diese Frage, die stelle ich mir tatsächlich, wie ist das denn mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz zu vereinbaren? Warum wird jetzt eigentlich diese Gruppe der Betreiber von Gaststätten mit Außengastronomie, von Veranstaltern, die öffentlichen Raum brauchen, natürlich, ich sehe das politische Anliegen, das teile ich auch, die zu unterstützen, aber ich finde, bis zum 31.12.2021, also für anderthalb Jahre, entschuldigen Sie, das ist eine dermaßen weitreichende Bevorteilung gegenüber anderen gesellschaftlichen Gruppen, die, glaube ich, völlig über das Ziel hinausschießt. Und deswegen würde ich wirklich gerne mal die Stadtverwaltung fragen, wie sieht sie das eigentlich unter dem Gleichbehandlungsgrundsatz? Hinzu gibt es ja auch noch einen anderen Grundsatz, den man jetzt sicher etwas nicht so streng auslegen kann, nämlich der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der Gemeindeverwaltung. Da gab es früher mal die Auseinandersetzung, dass die Stadt ja eigentlich verpflichtet ist, die eintreibbaren Gebührenbeiträge auch einzutreiben. Okay, das wird man jetzt vielleicht etwas lascher auslegen können, aber für anderthalb Jahre, da habe ich wirklich meine Zweifel und ich würde doch wirklich dort vor der Abstimmung um eine Stellungnahme der Stadtverwaltung dazu bitten. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Frohwieser. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrter Erstbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch ich habe mich genau zu jedem Punkt, zu dem Kollege Lichti gerade gesprochen hat, eben nochmal gemeldet, weil ich habe, Herr Kaden, Ihnen sehr gut zugehört, nur die Schlussfolgerung, dass Sie dann unseren Ersetzungsantrag ablehnen wollen und dem FDP-Antrag zustimmen wollen, verstehe ich tatsächlich nie, weil Sie haben die ganze Zeit über Sondernutzungsgebühren gesprochen. Ja, das übernehmen wir in unserem Ersetzungsantrag auch und wollen eben genau das, was der Kollege Lichti gerade angesprochen hat, aber rausstreichen, dass da nämlich drin steht, sämtliche Abgaben, die Fragen haben wir uns ganz genauso gestellt, beziehungsweise wir haben sie uns beantwortet und haben deswegen eben diesen Ersetzungsantrag geschrieben. Und wir wollen auch rausnehmen, was wir im Übrigen bis Ende dieses Jahres ja schon gemeinsam miteinander geregelt haben. Da haben wir auch hinreichend drüber gestritten, haben uns gesagt, gucken wir uns am Ende des Jahres dann an, wie sich alles entwickelt hat. Ist jetzt heute schon oft genug gesagt worden, ist alles noch sehr nebulös, wie sich das weiterentwickeln wird, sowohl was Corona angeht, auch als was die wirtschaftliche Entwicklung angeht. Wir haben für Gastronomie und Einzelhandel, Außengastronomie, Auslagen etc. pp. Diese in Erlass schon gemacht. Jetzt gehen wir aber jetzt, keine zwei Monate später, wieder hin und sagen, pauschal, es geht nämlich um noch ganz viel mehr als das, worüber Sie gerade gesprochen hat. Hier steht der komplette Einzelhandel bis einschließlich Ende 21 drin. Wir alle wissen doch ganz genau, dass es Einzelhändler gibt, die tatsächlich gerade leiden, die aber schon mit unserer bisherigen Regelung jetzt im Moment diesen Erlass haben und dass es andere gibt, die gerade ganz schön viel Geld verdienen. Das ist nicht gerecht und deswegen müssten Sie bei dem, was Sie uns gerade gesagt haben, unserem Ersetzungsantrag zustimmen. Wir haben die Punkte, die im Wirtschaftsförderungsausschuss miteinander besprochen worden sind, in unseren Antrag mit aufgenommen, streichen nur das raus, was tatsächlich zum jetzigen Zeitpunkt erstens rechtlich problematisch ist und zweitens überflüssig ist. Sie haben hier Empathie eingefordert, dann würde ich gerne noch mal einfordern, dass wir uns auch wirklich die Sachen, die andere Fraktionen beantragen, genau anschauen. Das gilt für den FDP-Antrag, das gilt aber auch für unseren Ersetzungsantrag und deswegen beantrage ich noch mal eine kurze Auszeit von 5 Minuten. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir würden die Auszeit dann unmittelbar vor der Abstimmung machen, also nach dem Schlusswort. Ich habe als Wortmeldung zunächst noch Herrn Schollbach. Herr Erster Bürgermeister, wir hatten in den beiden vorangegangenen Tagesordnungspunkten ja bereits erhebliche handwerkliche Schwächen bei den Anträgen der FDP ausgemacht. Und vor diesem Hintergrund möchte ich jetzt auch zu diesem Antrag nochmal einige Fragen aufwerfen und die von Kollegen Lichti berechtigt gestellten Fragen insoweit ergänzen.
Zum einen möchte ich gerne wissen, die FDP schlägt ja hier vor, von der Erhebung von Sondernutzungsgebühren und Abgaben abzusehen. Ob ich das richtig sehe, dass diese Erhebung auf der Grundlage einer Satzung stattfindet und dass dieser Antrag, der hier zur Beschlussfassung vorgelegt ist, jetzt selbst keine satzungsändernde Wirkung hat und dass solange keine entsprechende satzungsändernde Wirkung eingetreten ist, auch Gebühren weiter erhoben werden müssen. Erste Frage. Und zweite Frage würde mich interessieren, wenn man jetzt für gut anderthalb Jahre entsprechend von der Erhebung absieht, was das denn monetär bedeutet und aus welcher Haushaltsposition das denn finanziert würde, denn einen Kostendeckungsvorschlag habe ich jetzt auch noch nicht entdecken können. Vielen Dank. Herr Kollege Dr. Lammes, wenn Sie zu den gestellten rechtlichen und finanztechnischen Fragen bitte kurz Stellung nehmen. Ja, Herr Erster Bürgermeister, wir haben in der Tat eine Pflicht, Satzungen zu vollziehen. Wir sind an Recht und Gesetz gebunden. Und wenn da ansteht, wenn da steht, dass eine Gebühr anfällt und eine Abgabe zu entrichten ist, dann haben wir diese einzutreiben. Das ist unsere Pflicht als Verwaltung, auch natürlich genährt durch den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der Verwaltung. Insofern, das habe ich aber, glaube ich, im Finanzausschuss auch schon gesagt, müssten wir gegebenenfalls Aufträge, die heute, also Beschlüsse, die heute gefasst werden, dann wohlwollend so auslegen, dass wir eine entsprechende Änderungssatzung dann auf den Weg bringen. Und das würden wir sicherlich tun, weil wir natürlich die Beschlüsse so weit wie möglich umsetzen wollen. Ich kann im Moment finanzielle Auswirkungen, ich bitte auch um Verzeihung, dass ich jetzt die Debatte auch nicht vollständig verfolgt habe, ich kann im Moment keine finanziellen Auswirkungen beschreiben. Wir würden es natürlich dann einpreisen in den Haushaltsentwurf, den wir Ihnen am 24. September vorlegen. Vielen Dank. Herr Maloney, bitte. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, ich bin vor allen Dingen Steffen Graden sehr dankbar für seinen Redebeitrag, weil der hat es geschafft, dass mein Puls dann doch relativ unten geblieben ist, dass ich doch noch an das gute Menschen glaube. Zu dem Thema Ungleichbehandlung, unseriös irgendwo Geld herholen, Herr Scholbach, erstmal vielleicht die Frage, die Sie gestellt haben zum monetären Umfang. Wenn Sie in der Ausschusssitzung des Wirtschaftsförderungsausschusses nicht schon nach der Hälfte gegangen wären, sondern bis zum Ende da geblieben wären, hätten Sie vielleicht, aber auch nur vielleicht mitbekommen, dass ich die Verwaltung gebeten habe, dazu noch mal eine Stellungnahme einzureichen, was die Verwaltung auch getan hat und diesen Betrag mit 340.000 Euro beziffert hat. Im positiven Sinn, also der Einnahmen von Events, von Sondernutzungsgebühren der letzten Jahre. Nun wissen wir, dass es schon einige Veranstalter gibt, die aufgegeben haben oder nicht mehr veranstalten werden. Das heißt, ihr Ausfall wird sich wahrscheinlich wesentlich geringer sein. Zweitens, mit Abgaben und mit Gebühren meinen wir natürlich die Verwaltungsgebühren. Und so wie es Herr Dr. Lammes ja schon gesagt hat, ich glaube, die Stadtverwaltung ist schon in der Lage, Beschlüsse entsprechend vernünftig umzusetzen. Dann, wenn es kommt, also wo es mir total quer geht, ist der Vorwurf der Klientelpolitik, des Lobbyismus und so weiter. Wenn der Geschäftsführer eines freien Trägers hier im Stadtrat über einen Antrag mit abstimmt und den positiv auch mitbestimmt, wo es darum geht, das Kurzarbeitergeld für genau diese freien Träger mit kommunalen Mitteln raufzusetzen, sorry, das ist für mich Klientelpolitik, das ist Lobbypolitik und das ist auch Selbstbedienung. Und der Vergleich mit der Gastronomie und Frau Sturm, es ist nett, was Sie alles so gesagt haben, aber Sie haben damals zum Thema begleitend die Gastronomie und die Sondernutzungsgebühren. Ich kann mich noch daran erinnern, da gab es auch einen
Ersetzungsantrag der SPD, der gesagt hat, naja, das mit dem wegfallen lassen, das Sondernutzungsgebühren bis Jahresende, das stampfen wir mal ein, weil wir gucken mal nur. Ich gebe Ihnen mal am Ende nur noch mal zu Ihrem Änderungsantrag oder Ersetzungsantrag noch mal ein paar Worte mit auf den Weg, die mein Chef, also nicht Herr Zastrow, sondern mein Chef im richtigen Leben, mir immer sagt, Monitoring ist gut und schön, Handeln ist aber um einiges besser und das sollten wir jetzt tun. Und ich bitte darum, das gleich als Antrag, dass wir am Ende über den geänderten Antrag, der also mit den ergänzten zwei Punkten, der im Wirtschaftsförderungsausschuss beschlossen wurde, abstimmen, also die Punkte 1 bis 5, so wie sie dann im Wirtschaftsförderungsausschuss beschlossen wurden. Vielen Dank. Der Bericht des Wirtschaftsförderungsausschusses wäre auch der Bericht, der der Abstimmung dann gleich zugrunde liegt. Insofern deckt sich das mit Ihrem Anliegen. Genau. Gut, weitere Redewünsche sehe ich derzeit nicht. Dann können wir in der Tat in das... Doch, Herr Schollbach, bitte noch. Ich habe keinen Redewunsch, sondern der Beigeordnete für Finanzen hat leider meine Frage nicht vollständig beantwortet. Ich hatte ja gefragt, wie sich das verhält mit dem fehlenden Kostendeckungsvorschlag und den hieraus resultierenden Konsequenzen. Er hat dann verwiesen darauf, dass das dann in den Haushaltsentwurf für die Jahre 2021 eingepreist würde, sodass dann vorausgesetzt der Stadtrat beschlösse, dann entsprechend diesen Haushaltsentwurf für die kommenden Jahre tatsächlich die Finanzierung gegeben wäre. Aber was ist denn mit dem laufenden Jahr? Denn sobald hier eine entsprechende Satzungsänderung vorgenommen würde, hätte dies ja Einnahmeausfälle zur Folge. Und da interessiert mich dann schon, wie sich das verhält mit dem Thema Kostendeckungsvorschlag und Kosten. Es wird ja auch bei anderen Gelegenheiten sehr genau durch den Oberbürgermeister darauf geachtet, dass da die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind. Und da wollen wir doch, dass das sozusagen hier auch bei allen Fraktionen entsprechend unter gleichen Gesichtspunkten angewendet wird. Vielen Dank für die Nachfrage, Herr Schollbach, zum laufenden Haushalt, Herr Kollege Dr. Lammes. Gibt es da noch etwas zu sagen? Da müssten wir uns dann über einen Kostendeckungsvorschlag Gedanken machen, wenn wir einen Entwurf für die Änderungssatzung vorlegen. Und dann müsste es dort entschieden werden, wenn im Moment keiner vorliegt. Und ein solcher Auftrag löst ja auch noch jetzt nicht unmittelbar eine Veränderung in wirtschaftlicher Hinsicht aus, sodass, aber das ist dann wieder eine Frage der Sitzungsleitung, ich dazu neigen würde, dass man darüber entscheiden kann, aber der Kostendeckungsvorschlag muss dann eben kommen, wenn wir die Vorlage machen. Und der wird dann auch kommen, aber ob er allen gefallen wird, ist ein anderer Fall. Gut, vielen Dank. Dann sehe ich keinen weiteren Bedarf mehr und wir kommen in das Abstimmungsverfahren ein. Doch, Sie wollen noch, bitte. Eine Auszeit. Der Wunsch besteht noch fort. 5 Minuten. Gut, brauchen wir 5 Minuten Auszeit, ja.
es geht drüber. Warte mal, wir haben den Herrn Tschech noch im Hintergrund. Ich muss kurz irgendwie noch die Hintergrundpersonen ausgeblendet kriegen. Jetzt mal schnell mit dem Tor. Machen das bei uns. Meine Damen und Herren, ich darf anregen, wieder Platz zu nehmen. Wir kommen nunmehr zum Abstimmungsverfahren in diesem Tagesordnungspunkt. Wir haben einen Ersetzungsantrag der Fraktion Die Linke, der inhaltlich der weitergehende Ersetzungsantrag ist, den wir zuerst abstimmen. Dann einen Ersetzungsantrag der Fraktion SPD. Sofern keiner dieser beiden Ersetzungsanträge erfolgreich ist, haben wir danach den federführenden Ausschussbericht des Ausschusses für Wirtschaftsförderung.
Ich darf nunmehr zunächst den Ersetzungsantrag der Fraktion Die Linke zur Abstimmung aufrufen und bitte Sie um Ihr Handzeichen, wenn Sie dem zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dieser ist bei 25 Ja-Stimmen und 36 Nein-Stimmen bei 7 Enthaltungen abgelehnt worden. Ich rufe damit den Ersetzungsantrag der SPD-Fraktion auf und bitte Sie um Ihr Handzeichen, wenn Sie dem Antrag zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dieser Antrag ist bei 23 Ja-Stimmen und 44 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen abgelehnt. Wir kommen damit zum federführenden Bericht des Ausschusses für Wirtschaftsförderung und ich bitte Sie um Ihr Handzeichen, wenn Sie diesem zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dies hat bei 35 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und 15 Enthaltungen eine Mehrheit gefunden. Wir haben damit den Tagesordnungspunkt 38 absolviert. Herr Schmählich, das Zwitschern aus dem Raum heraus. Geschäftsordnung, was haben Sie? Gott, nein, ich wollte eine Erklärung über das zum Abstimmungsverhalten noch meiner Fraktion nach der Abstimmung abgeben. Grundsätzlich hätten wir ja den Intentionen dieses Antrages näher treten können. Er enthält aber eine völlig unangemessene Befreiungsfrist bis zum Jahre 2021, der uns dazu brachte, hier nur mit Enthaltung stimmen zu können und gleichzeitig die Hoffnung in Richtung Verwaltung zu äußern, dass man mit der Vorlage dieser Änderungssatzung die finanziellen Auswirkungen so darstellt, dass dieser Stadtrat auch in dieser Frage vielleicht etwas klüger wird bei der Abstimmung über die Änderungssatzung. Vielen Dank. Die Verwaltung wird sich Mühe geben. So, dann setzen wir mal in der Tagesordnung von vorne.